Morgen Leuchtturm Kapitäne und herzlich willkommen zu unserer finalen Schiffsvorstellung zur Shikuma 2. Ein neuer T9 Hybrid, schwerer Torpedokreuzer könnte man sagen, der auf die Tone aufsetzt, denn sie ist sogar in real eine Schwester der Tone und Wargaming möchte jetzt hier auf der neuen höheren Schiffsstufe dieses Thema Hybridkreuzer nochmal ein bisschen mehr verschärfen. Und dieses Schiff kommt ins Spiel und zwar im Rahmen der Goldenen Woche 2024. Sie wird Teil des Wünsche-Kais sein, wo man dann Zufallspakete für goldene Token oder goldene Marken eben freischalten kann. Da sind dann auch noch andere Schiffe dabei, die Maya, die Yuga, die Hayate zum Beispiel und auch Tarnung sind damit drin und so weiter. Zu diesem Wünsche-Kai wird es dann in dem Update-Video sicherlich noch ein paar separate Infos geben. Auf jeden Fall kommt die Shikuma 2, aber auch die Shikuma 2 Gold oder Golden mit ins Spiel. Die sind beide baugleich und haben auch die ganzen gleichen Stats, sodass wir hier über die Shikuma 2 quasi über zwei Schiffe berichten werden, die dann ja zwar unterschiedlich aussehen, aber die gleichen technischen Daten haben. Das bringt uns dann schon zu der ganzen Geschichte, was Chronogramm mir hier mit aufgegeben hat. Und er schreibt, die Shikuma war das zweite und letzte Schiff der Tone-Klasse. Sie wurde am 20. Mai 1939 in Dienst gestellt. Mit ihrem großen Hangar und entsprechenden Fliegerkapazitäten diente der Shikuma vor allem als Speer für die japanische Flotte, da die Trägerflotte keinerlei Flugzeuge für diese Rolle abstellte. Die Shikuma nahm am Angriff auf Pearl Harbor, an Operationen in Ostindien, der Schlacht von Midway sowie Operationen bei Santa Cruz und den Salomon Teil. Unter anderem waren die Speer mit für die Versenkung der USS Yorktown bei Midway und die schwere Beschädigung von der Enterprise bei den Solomonen verantwortlich. Schließlich nahm die Shikuma auch an der Schlacht im Golf von Leyte und später an der Schlacht vor Samar teil, bei der ein Verband aus den meist großen Einheiten von japanischen Überwasserschiffen, bestehend aus 4 Schlachtschiffen, 6 schweren Zerstörern inklusive dieser Shikuma hier, 2 leichten Kreuzern und 11 Zerstörern, die vor Samar liegend verband Taffy 3, eine kleine Flotte aus 6 Escort-Trägern, 3 Zerstörer und 3 Zerstörer-Eskorten bestand. Die Kuma griff dabei die Escort-Träger an und beschädigte einen davon, die Gambia Bay, schwer. Versenkt wurde diese wohl später dann durch die Yamato. Shikuma wurde indessen erst vom Zerstörer Herman und danach von der Zerstörereskorte Samuel B. Roberts angegriffen. Dabei landete er um die 200 Treffer auf der Shikuma, welche die Aufbauten völlig zerstörten, mehrere Brände auslösten und einen Geschützturm beschädigten. Shikuma war nicht in der Lage, einen einzigen Treffer zu landen. Beim Versuch, sich zurückzuziehen, wurde Shikuma mehrmals von Flugzeugen der Trägereskorten angeflogen. Dabei verlor sie durch einen Torpedotreffer das Heck und wurde bei den Folgeangriffen durch einen weiteren Treffer am Morgen des 25. Oktober 1944 versenkt. Der Zerstörer Nowaki rettete zwar viele Besatzungsmitglieder der Shikuma, ging jedoch kurz darauf ebenfalls verloren, wobei alle geretteten Besatzungsmitglieder den Tod fanden. Nur ein Besatzungsmitglied überlebte die Versenkung. Ihr merkt also auf jeden Fall eine lebendige Geschichte, könnte man sagen. Sehr, sehr viel erlebt, in sehr vielen Einsätzen gewesen und dann tragisch versenkt worden. Auch noch dadurch, dass dann die geretteten Leute dann sogar nochmal in Anführungsstrichen wiederholt versenkt wurden, leider. Auf jeden Fall erhalten wir jetzt hier einen zweiten Hybriden und also bei den Japanern als Kreuzer und wir wollen uns einfach mal angucken, was Wargaming sich jetzt hier so vorgestellt hat bei der Shikuma 2. Wir hörten ja schon, dass die Shikuma eigentlich basierend auf der Tonklasse ist und man kann schon sagen, dass sehr viele Sachen, die wir jetzt hier bei dieser Shikuma 2 finden, bei der Ton ebenfalls zu finden sind. Wenn wir uns jetzt mal die Panzerung angucken, dann sehen wir hier, dass wir eigentlich einen sehr weich gepanzerten schweren Kreuzer haben. Wir haben hier am Bug 25 mm und hier am Heck auch große Bereiche, 25 mm. Hier drinnen gibt es eine versteckte Panzerung, die das Steuergetriebe schützt. Allerdings ist das halt auch nicht so ein wesentlicher Teil, da ich euch das jetzt alles einblende. Das ist einfach am Ende ein Mantel über das Steuergetriebe und die Schrauben. Ja, damit, wenn Beschuss von hier oben kommt, hier nicht gleich alles kaputt geht. Nichtsdestotrotz, es ist kein hundertprozentiger Schutz. Die Shikuma 2 hat da in der Beziehung auch mal ein Problem, um es mal so auszudrücken. Hier auf dem Deck sind es dann 27 mm. Hier ist auch eine Stufe drin, also nach hinten, ne, da haben wir wieder so einen Kugelfang, könnte man sagen. Hier oben auf dem Deck 27 mm und dann haben wir hier die 16 mm Aufbauten. Alle Geschütze sind in der Front montiert, also alle 4 Geschütze A2 Rohre 203 mm, also ein schwerer Kreuzer in dem Sinne.
Der mittlere Turm, der dreht sich um 360 Grad, während die ganzen anderen Türme hier sich immer hinten rumdrehen und der hier halt vorne immer vorne rumdrehen. Die Turmdrehwinkel sind aber für mich erstmal soweit in Ordnung gewesen. Man kann auch, wenn man dann wegkitet, nach hinten einigermaßen wirken. Natürlich würden Geschütztürme, die hinten platziert sind, deutlich besser wirken können. Wenn wir uns jetzt noch die Panzerung hier mal wegnehmen, dann sehen wir hier vorne, wo die Zitadelle liegt. Ich nehme jetzt hier auch mal die Aufbauten und das Deck weg. Hier seht ihr, dass die an der Seite die Zitadelle auf jeden Fall erreichbar ist, auch wenn wir hier einen wirkungsvollen Winkel drin haben mit 67 mm. Und hier vorne die Zitadelle sogar quasi an der Wasserlinie quasi liegt. Also schwer zu treffen oder schwerer zu treffen sein wird. Durch die Nase an sich ist es dann allerdings wahrscheinlich ein bisschen leichter, weil wir eben ja vorne nur diese 25 mm davor haben. Wenn wir also durch die Nase schießen, die 25 mm werden ja dann schon leicht overmatched mit 358 mm Kaliber oder größer. Wird dieser Teil der Panzerung ja komplett ignoriert. Also da kann es dann schon schneller mal klappern. Auch hinten ist die Zitadelle deutlich größer gehalten. Hier 105 mm. Hier in der Front ist es ein bisschen schmaler, da haben wir dann 175 und 145 mm. Ja, das sind die wesentlichen Eigenschaften. Wie gesagt, weitere versteckte Panzerung gibt es eigentlich nicht in diesem Schiff. Und von daher ist die Shikuma 2 definitiv ein Dampfer, der wirklich relativ fragil gehalten ist. Da gibt es viele schwere Kreuzer, die zumindest etwas besser gepanzert sind. Da haben wir dann auch Bereiche mit 30 mm Panzerung und so eine Sachen. Und ja, das macht es schwierig, sich... das Gefecht einfach zu überleben, weil wir nämlich auch gleichzeitig, und das ist das nächste Problem, nur 38.900 Trefferpunkte haben. Und das ist super wenig für einen schweren Kreuzer auf der Stufe 9. Das ist die gleiche Trefferpunkteanzahl, wie wir bei der Ton auf T8 haben zum Beispiel. Ja, auch der Torpedoschutz mit nur 13% ist jetzt auch nicht gerade herausstechend, um es mal so zu sagen, auch eher hinteres Mittelfeld für Kreuzer auf der Stufe 9. Aber ich habe eben schon gesagt, wir haben hier eine Hybridfähigkeit und die besteht aus zwei taktischen Staffeln A2 Flugzeuge und das sind in diesem Fall hier Torpedobomber, die sich am Spielstil sehr stark darin orientieren, wie die hier Kurio-Torpedobomber zu spielen sind. Wir haben hier 1950 Trefferpunkte. Wenn wir das skillen, sind wir nachher bei über 2200 Trefferpunkte. Das fühlt sich schon so an, halb wie ein britisches Flugzeug, weil der ja relativ viel in der Flak aushält. Die Geschwindigkeit, die ist so mittelmäßig, nicht besonders schnell, nicht besonders langsam. Dann müssen wir 2 Minuten warten pro taktischer Staffel, können wir nachher runterskillen auf um die 100 Sekunden, die wir dann pro taktische Staffel brauchen. Und wir haben eine relativ niedrige Erkennbarkeit der Torpedobomber, was durchaus von Vorteil ist, um den Gegner passend zu überraschen. Der Torpedo-Höchstschaden mit 7233 ist eine der besseren Torpedoschäden, die wir im Spiel haben. Die Hakurio selbst, die hat ja über 9000 pro Torpedo. Das ist hier natürlich ein bisschen nach unten korrigiert worden im Laufe des Balancings. Wir haben hier 40% Wassereinbruchswahrscheinlichkeit und einen sehr schnellen Torpedo mit 50 Knoten. 2 Stück davon sind pro Anflug im Wasser im besten Fall. Und das macht dann schon ordentlich Eindruck, je nachdem, welche Ziel man da bekämpft. Und ich kann einfach nur sagen, dadurch, dass wir 2 Staffeln haben, sind wir hier potenziell viel häufiger im Flugzeug anzutreffen als noch bei der Tone. Denn das Problem ist die Hauptbatterie. Ich habe einmal schon gesagt, die Hauptbatterie ist hier nur in der Front montiert. Das heißt, Bow-on oder so angewinkelt Bow-on stehen wir halt relativ häufig zum Gegner. Aber das Problem ist, dass die Geschütze sich eigentlich gar nicht verändert haben im Vergleich zu dem T8-Schiff. Wir hier aber auf T9 unterwegs sind. Das heißt, wir haben eine relativ lange Nachladezeit bekommen. Dazu haben wir relativ wenig Granaten. Wenn wir das vergleichen mit anderen schweren Kreuzern, haben wir eine Granate zu wenig. Ja, meistens haben die meistens dann ja schon 9 oder sogar mehr Granaten in der Luft. Und wir laden dazu noch sehr lange nach. Das ist halt echt ein Thema. Deswegen machen wir wahrscheinlich nicht den meisten Schaden über die Hauptgeschütze. Es ist halt ein echter Hybrid und die Anreize, diese Hybridfähigkeit zu nutzen, sind bei der Shikuma deutlich hervorgehoben worden im Vergleich zur Tone, die ja auch ein Hybridkreuzer ist. Dazu haben wir langsam drehende Hauptgeschütztürme. 30 Sekunden ist für einen schweren Kreuzer schon eher eine langsame Turmdrehzeit. Die meisten haben so 22,5 bis 25 Sekunden. Die Streuungsellipse ist allerdings verengt worden. Also so wie bei der Tone, dass wir relativ genau reinschießen. Sigma-Wert ist leicht erhöht, 2,05. Die Tone, die hatte noch 2,0. Die Maximalreichweite ist allerdings nur mit 15,7 Kilometer angegeben, zumindest im Standard. Das ist natürlich durchaus ein Thema, muss man ganz ehrlich sagen. Wir müssen relativ nah ran an den Gegner. Die Hai-Granate ist japanisch traditionell sehr stark im Alpha-Damage sowie in der Brandwahrscheinlichkeit. Der Pen-Wert mit 34 mm ist voll konkurrenzfähig und ist auch für den gegnerische Schlachtschiffe dann ein Thema.
Ein Thema ist allerdings auch die Mündungsgeschwindigkeit, was dafür sorgt, dass wir relativ langsam fliegende Granaten haben. Wir müssen uns also gut adaptieren. Ist jetzt nicht so schlimm wie bei den Amerikanern, aber man merkt eben schon, dass der Bogen durchaus vorhanden ist. Bei der AP, da haben wir eher eine schwache AP vom Penetrationswert her. Standardwinkel, Standardzündverzögerer und auch nur 4700 Alpha Damage. Das ist jetzt nicht super schlecht, aber auch nicht besonders gut. Also die HE ist schon eine sehr gute HE, während die AP eher eine mittelmäßige AP hier bei der Shikuma ist. Und dann gibt es hier noch ein bisschen sekundär, die können wir aber mehr oder weniger vernachlässigen, weil das einfach nicht das Hauptaugenmerk hier bei der Shikuma ist. Ein wesentliches Augenmerk ist allerdings ihre schiffsgeschützte Torpedobewaffnung. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier 4x3 610 mm, das kennen wir von der Tone. Allerdings haben wir hier andere Torpedos bekommen und hier ist auch die Ladezeit ein bisschen anders. Wir haben hier 105 Sekunden Torpedowerfer Ladezeit und 15 Kilometer Reichweite. Das ist eine richtig gute Reichweite, muss man sagen. Eine der höchsten, die wir für T9-Kreuzer dann im Spiel haben. Und vor allen Dingen auch der Alpha-Damage dieser Torpedos. Mit fast 24.000 jetzt aufgerundet, sind wir da extrem gut aufgestellt. Die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit von über 400%, die wir hier haben. Und ja, die Torpedogeschwindigkeit, die ist vielleicht nicht ganz so super, ne? Mit 60 Knoten und 1,7 Kilometer Erkennbarkeit lassen wir dem Gegner über 10 Sekunden Zeit, auf diese Torpedos zu reagieren. Das ist sicherlich ein Malus. Allerdings können wir ja bei den Torpedos ein bisschen was tun, dann kommen wir auch nachher unter die 10 Sekunden Reaktionszeit beim Gegner. Dafür scheppert es dann aber richtig, wenn diese Torpedos da einschlagen. Und wir haben relativ guter Abwurfwinkel. Nach vorne sind sie nicht so gut, aber in dem hinteren Bereich ist es recht angenehm zu bedienen. Ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Auch wenn wir mal wegfahren müssen, können wir nach hinten immer die Torpedos rauswerfen. Das funktioniert hervorragend. Soweit. Dann haben wir einen Standard-Luftschlag, 7 Kilometer Reichweite, 2 Flugzeuge, 2 Bomben pro Flugzeug sind dann hier dabei. Da gibt es eigentlich nichts Besonderes zu erwähnen. Besonders schlecht zu erwähnen, muss man sagen, ist die Flugabwehr bei der Shikuma. Das ist halt ein echtes Thema. 5,8 Kilometer. Hier der kontinuierliche Schaden ist einfach total mau für ein T9-Schiff. Das ist echt ein richtiges Problem. Vor allen Dingen, wo unsere Langstrecke bis 2,5 Kilometer runtergeht und erst ab 2,5 Kilometer dann unsere Flak anfängt zu arbeiten. Also mit höheren kontinuierlichen Schaden, kann man sagen. Also das könnt ihr komplett vergessen, wenn ihr angeflogen werdet, habt ihr ein echtes Problem. Manövrierbarkeit, ein sehr schneller, schwerer Kreuzer mit 35,5 Knoten standardmäßig könnt ihr nachher mit über 37 Knoten unterwegs sein. Wendekreisradius ist durchaus in Ordnung mit 780 Meter und auch die Ruderstellzeit ist à la Bonheur für einen schweren Kreuzer. Erkennbarkeit zu Wasser 11,7. Wir können runterskillen auf Doppelconcealment auf 9,5 Kilometer, was wir hier durchaus regelmäßig machen sollten, weil wir eben nah ran müssen an den Gegner. Das verkürzt dann auch die Flugdauer der Flugzeuge und bringt uns in die Situation, unsere Torpedos auch besser und zuverlässiger einzusetzen. Das machen wir hier nämlich auch regelmäßig mit dem Schiff. Und wichtig ist noch zu erwähnen, dass wir hier im Nebel 6,8 Kilometer weit aufgehen. Das ist vielleicht ein Punkt, was ihr euch jetzt fragt, warum denn dem Nebel? Ja, die Shikuma 2 hat nämlich einen Verbrauchsmaterial Nebel selbst dabei. Aber bevor ich jetzt darauf springe, die Erkennbarkeit zur Luft 7,2 ist runterskillbar bis auf 5,8 und damit sind wir so weit entdeckbar, wie unsere Flugabwehr dann eben schießt. Gucken wir uns hier die Verbrauchsmaterialien an. Schadensbegrenzungsteam standardmäßig. In Slot 2 können wir wählen zwischen defensivem Flakfeuer oder Hydro. Die Flak ist schlecht. Da bringt auch das defensive Flakfeuer nichts, daher Hydro. Und das hilft dann halt auch, wenn man mal im Nebel steht, hat man die Torpedos rechtzeitig angezeigt bekommt, wenn man nicht gerade im Flugzeug sitzt. Ja, und dann haben wir hier auf jeden Fall eine durchschnittliche Nebelwand, 93 Sekunden Wirkungsdauer, 180 Sekunden Abklingzeit. Auch das können wir ja noch ein bisschen beeinflussen. Dann haben wir eine Reparaturmannschaft, standardmäßig hier viermal dabei, was ich relativ viel finde. Und wir haben hier eine verbesserte Anrechenbarkeit von Zitadellentreffern. 33% des Zitadellenschadens wird hier angerechnet auf die Reparaturmannschaft und 50% des Penetrationsschadens. Also damit kann man arbeiten. Allerdings sind es halt weiterhin nur 0,5 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte, die hier wieder hergestellt werden. Ich möchte euch jetzt kurz mein Bild vorstellen, mit der ich die Shikuma hier fahren werde. Hauptbewaffnungsmodifikation 1 drinne, dann Schutzsystem der Manövrierbarkeit, ganz klar. Ich gehe hier in Slot 3 nicht auf die Hauptbewaffnung, weil ich eben schon sagte, die Hauptgeschütze achte ich hier im Vergleich relativ zu T9-Schiffen, anderen Kreuzern halt relativ schlecht, außer die HE-Granate, die geht einigermaßen.
Aber wir haben eh schon eine gute Streuungsellipse und einen hohen Sigma-Wert. Darum gehe ich hier auf die Torpedowerfer-Modifikation, weil wir da die Torpedogeschwindigkeit zum Beispiel gesteigert bekommen. In Slot 4 gehe ich dann auf die Luftgruppenmodifikation. Mehr Trefferpunkte, weniger Vorbereitungszeit und eine höhere Staffelgeschwindigkeit. Hilft uns auf jeden Fall. Tarnsystemmodifikation kommt in Slot 5. Und in Slot 6 baue ich die Hauptbatterie-Modifikation 3 ein für eine geringere Nachladezeit. Das hilft uns zumindest etwas. Ja, dazu die Signalflaggen hier natürlich rein mit der Brandwahrscheinlichkeit, die wir da nach oben pushen, um 2% immerhin nochmal. Dazu die Flutungserhöhung, die wir dann haben. Die Torpedos sind ja schon recht stark da aufgestellt. Hiermit steigern wir es nochmal weiter. Die Nebelverlängerung, natürlich auch den Heal, den brauchen wir unbedingt. Wir haben hier 4 Aufladungen standardmäßig dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Anzahl. Und wir sind in T9, T10, T11 Gefechten natürlich regelmäßig durch Schlachtschiffe overmatched. Ja, deswegen brauchen wir unbedingt dann nochmal ein paar mehr Trefferpunkte, die wir wieder herstellen können. Und darum habe ich beim Kapitän hier unter anderem halt auch die expertise Überlebensfähigkeit eingesetzt, weil das eben die Reparaturmannschaft auch mit verbessert. Ist ja die prozentuale Anrechnung auf die Gesamttrefferpunkte. Ahnung setzen wir hier rein und wichtig zu erwähnen, schlagkräftig ist hier geskillt. Das heißt, wir verbessern unsere schiffsgestützten wie luftgestützten Torpedos. Die luftgestützten sind dann um fast 1000 Punkte gesteigert worden und die schiffsgestützten über 3000 Trefferpunkte, die wir da oben drauf bekommen, was natürlich ein richtig geiler Wert ist. Dazu dann hier die Vorbereitungszeit der Flugzeuge nochmal um 10% reduziert. Dann sind wir bei 102 Sekunden und die restlichen Sachen sind, denke ich, soweit selbsterklärend. Ich habe hier nur einen 19er Kapitän. Das heißt, ich würde noch 2 andere Skillpunkte dann einsetzen, zum Beispiel auf die Torpedogeschwindigkeit gehen. Wenn wir hier dieses Torpedo-Konzept weiterverfolgen, dann müsst ihr selber wissen, ob ihr lieber auf Torpedos geht oder dann doch lieber die Hauptbewaffnung weiter skillt. Das ist für jeden so ein bisschen verschieden, muss man ganz ehrlich sagen. Ich persönlich sehe hier mehr die Torpedostärke als die Hauptbatteriestärke, deswegen mache ich das so. Und ich würde mir dann hier noch was anderes aussuchen, zum Beispiel den Spezialist für Verbrauchsmaterial, um die Abklingzeit vom Nebel und vom Hydro weiter nach unten zu bekommen, weil der Nebel hier relativ lange Abklingzeit eben hat. Dann lass uns mal ins Gefecht einsteigen, Leute. Und zwar landen wir hier gleich mit dem Neuner in einem Elva-Gefecht oder Superschiff-Gefecht, was das für uns ziemlich schwierig macht. Vor allen Dingen, weil wir jetzt hier auf einer Seite spawnen, wo wir kaum Inseldeckung haben. Und ja, eigentlich müsste man in Richtung A rüberfahren, sage ich euch ganz ehrlich. Das wird am meisten Sinn machen hier auf der Karte Okinawa, um einigermaßen performen zu können. Ich mache das auch, weil ich sehe keine vernünftige Möglichkeit bei C richtig gut zu arbeiten, sage ich jetzt einfach mal. Und werde jetzt erstmal so rüberdübeln, dass wir hier in eine bessere Situation kommen, weil wir brauchen Deckung. Ich möchte nicht jedes Mal Nebel benutzen, weil Nebel natürlich auch Torpedos anzieht. Und dann haben wir die Situation, dass wir halt häufiger unsere Flieger benutzen können zum Beispiel oder auch über die Berge rüber wirken können mit unseren Hauptgeschützen. Auf jeden Fall sind wir hier schon mal ganz klar Low-Tier. Hier an der rechten Seite die grünen Zahlen, die ihr sehen könnt, da könnt ihr nochmal die Höchstgeschwindigkeit sehen, 37,3, 9,5 geben wir auf, 5,8 aus der Luft und 6,8, wenn wir im Nebel sind, 15,7 ist die Reichweite der Hauptgeschütze, wir haben eine Nachladezeit von 14,1 Sekunden, Torpedoreichweite 15 Kilometer mit 94 Sekunden und dann haben wir eine Sekundärreichweite 8,3, das können wir mehr oder weniger vernachlässigen und die Flugabwehr mit 5,8 Kilometer, ne? Das nur mal so als kleine Vorab-Info. Wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier so als Gegner? 2 DDs, Shima und Z-44. Dann gibt es die Mino potenziell mit Radar, die St. Martin mit Radar. Kein CV, das ist für uns schon mal ein Vorteil, weil wir eben bei der Flugabwehr ziemlich schwach aufgestellt sind in der Regel. Wir werden auch ein bisschen aggressiver fahren, damit wir eben unsere Torpedos vernünftig in den A-Cap reinsetzen können. Wir haben ja eine gute Geschwindigkeit, da müssen wir uns ja nicht verstecken mit. Da können wir ja vernünftig mit arbeiten. Ich gehe immer eine Zoom-Stufe raus, das ist meine persönliche Sache. A wird gecapped. Und das muss dann die Z44 sein, weil die Shima nämlich schon bei C offen ist. Da kann die Friesland direkt die Shima unter Druck setzen bei C. So, und die Republik ist natürlich, genauso wie der Yamato, Montana und die Hannover, sind natürlich alles große Probleme, muss man ganz klar sagen, weil die uns alle halt overmatchen und
halt ignorieren in dem Sinne. Hier sehen wir jetzt die Torpedowinkel. Ich schicke jetzt hier einfach mal die Torpedos durch. Und ihr seht, wie die reingesetzt werden. Und macht da jetzt einfach halt, versuche das Beste draus zu machen, wenn man dazu sagen möchte. Und da sind die ersten Granaten unterwegs. Die Streuung hier, wie ich gesagt habe, ist gar nicht so verkehrt. Und machen auch einen vernünftigen Alpha-Damage. Die Yamato hat schon mal auf uns raufgeaimt hier. Ich versuche dem jetzt ein bisschen auszuweichen. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Vielleicht treffen wir den Zerstörer noch. Nee, der fährt jetzt rückwärts. Da können wir aber gleich mal unsere Bomber einsetzen und versuchen, die Bomber sinnvoll zu nutzen oder sinnvoller zu nutzen. So, zack. Wird hier auf jeden Fall ein Problem, weil sie natürlich außen rum drücken. Wir laden mal unsere nicht so starke AP, aber für eine Jinan müsste es eigentlich reichen. Da laufen Tiefwassertorpedos durch bis zum Umfallen. Aber wenn wir Glück haben, können wir bei der Jinan ordentlich mit reinhauen. Ja, die Jinan ist schon platt. Sehr schön. So, jetzt sehen wir natürlich hier das Problem. St. Martin hat eine starke Flugabwehr. Dementsprechend wird das also nicht einfach. Gucken wir, dass wir da einmal auf der Bujing eventuell ein bisschen Schaden mit den Torpedos machen können. Es ist bei diesem Schiff generell sehr, sehr schwierig, immer zu entscheiden, wann setze ich die Flugzeuge ein. Allerdings dadurch, dass die Flugabwehr, dass die Hauptgeschütze aus meiner Sicht halt wirklich eigentlich eher schwach gehalten sind, muss man ganz ehrlich sagen, ist man halt sehr stark verleitet, dann halt ja, die Flugzeuge auch einzusetzen. Um hier in den Gefechten auf Schaden zu kommen. Und das ist halt... ist halt so ein Problem aus meiner Sicht bei dem Schiff. Dann müssen wir mal schauen, wo die St. Martin eigentlich rumdümpelt. Die muss ja eigentlich irgendwo in der Mitte sein. Wenn wir jetzt aber aggressiver nach vorne fahren, haben wir, haben wir möglicherweise das Thema, dass wir halt zu viel Damage auf uns bekommen. Da müssen wir gucken, dass wir eventuell den Nebel einsetzen können. Haben aber die St. Martin da, die dann wiederum Radar hat. Und damit haben wir schon diese ja, besondere Situation, die ich immer wieder schon erwähnt habe. So, mit den... Ja, guck mal, guck mal, guck mal. Wir sind also offen. Also irgendein Schiff muss hier schon sein. Jetzt muss ich hier quasi abdrehen und hoffen, dass ich nicht zu stark Schaden bekomme. Da kommen Granaten von Aron, glaube ich. Ja, das war jetzt fast schon ein bisschen Glück, dass wir das noch so hinbekommen haben. Und unser Schaden ist halt total überschaubar, ne? Selbst wenn wir jetzt regelmäßig mit den Hauptgeschützen geschossen hätten, wir hätten jetzt nicht viel in Reichweite gehabt. Man könnte hier also auch durchaus überlegen zu sagen, wir skillen auf Reichweite. Dann müssen wir aber mit einer sehr langen Flugbahn rechnen bei den HE-Granaten. Boah, bis zur Wujing kommen wir jetzt, werden wir auch jetzt nicht mit dem Modul, wenn wir in Slot 6 ein anderes Modul einbauen, da würden wir einfach nicht hinkommen. Ich müsste jetzt deutlich aggressiver nach vorne fahren. So setze ich aber erstmal die Torpedos ein und gucke mal, vielleicht haben wir ja Glück und die Brisbane ist da jetzt im Fokus, absolut, ne? Das, was sie da macht, ist halt ihr Tod. Da wird die Yamato nochmal zu lang und dann sollte sie fast schon raus sein. Dafür steht sie da komplett alleine. Und der geht's am Ende so wie mir. Wir müssen mehr die Flugzeuge einsetzen. Wir sind aber jetzt eben, ja, Low-Tier. Dadurch sind die Flugzeuge natürlich auch gehandicapt, ganz klar.
In den Hauptgeschützen kann ich hier wenig machen jetzt. Weiterhin. So. Die San Martin, die ist bestimmt hier am Berg dran oder so. Weil sonst... Ja, super. Seika, die San Martin ist direkt dahinter am Berg. Und die schießt uns die Flieger runter, bevor wir überhaupt Torpedos reinsetzen können. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Mal gucken, ob das klappt. So, wir werden hier bei A komplett gepusht. So, da haben wir jetzt zumindest mal zwei Torpedos im Wasser mit zwei Treffern und ihr seht, wie stark dann der Torpedoschadenanteil ist, ne? Also das waren vielleicht direkt schon mal 14k, was natürlich eine sehr guter Wert ist. Direkt wieder rein in den Angriffsflug, weil wir dann eben ein bisschen weniger Schaden nehmen. Das weiß ich nicht, ob das jetzt reicht. Der eine Torpedo, ja, wo wird wahrscheinlich eher nichts werden. Aber hier haben wir die Z-44. Einmal Hydro an. Nochmal ein Torpedotreffer, sehr gut mit Flooding. Wir fahren ran an die Z-44, weil jetzt kommt der Sturm. Das könnte uns wiederum hilfreich sein. Wir fahren bei B einfach rein. Wir können jetzt relativ geschützt durch den Sturm hier ran. Und auch querfeld einfahren. Jetzt bin ich hardspotted. Das heißt, der DD kommt da raus. Genau das. Oh, das hat ja ordentlich gesessen. Perfekt. Jetzt können wir versuchen, den B-Cap zu holen. Oh Gott. Hat die Iowa richtig gut gemacht. Ja, ich denke, das Gefecht... So wie ich mir die Kartenkontrolle angucke, die Map-Kontrolle angucke, ist halt für den Arsch. Wir fahren jetzt hier einmal an den B-Cap ran und parallel muss ich gucken, dass ich mit meinen Flugzeugen irgendwelche Ziele finde. Fahren wir in diese Richtung. Die San Martin bei A ist raus. Wir könnten jetzt hier wahrscheinlich gleich die Mino aufmachen oder die Yamato oder die Wujing. Das ist hervorragend. So, die Wujing steuert ein. Einmal. In 40 Sekunden haben wir den nächsten Torpedobomber wieder ready. Entweder wir haben Pech oder wir haben Glück. Jetzt haben wir Pech gehabt. Die konnte direkt durch die Lücke der Torpedos wahrscheinlich durch. Wir sind halt die ganze Zeit immer wieder am Abschätzen, Geschütze bei der Torpedos. Geschütze oder Torpedos. Geschütze oder Torpedos. Das ist halt echt nicht einfach. Wir haben unseren Nebel noch nicht einmal richtig eingesetzt, weil wir einfach auch nicht in die richtige Situation gekommen sind dafür. Schade, und jetzt sind wir ein bisschen zu offensiv gewesen. Die Wujing hat uns da gleich ordentlich getroffen.
So, wenn wir Glück haben, können wir das hier gleich einsetzen. Na, schade. Da gibt es nochmal ein Flooding drauf. War ein bisschen krass, dass wir da ein ganz bisschen zu weit vorgedriftet sind und haben halt gleich hart kassieren. So, wir müssen, ihr seht, wir müssen echt, jetzt haben wir 60.000, immerhin. Den Brand hat die Patrie, oder beziehungsweise die Wujing dann wahrscheinlich gelöscht. Und deswegen flattet sie vielleicht durch sogar. Das wäre richtig geil. Nee, da konnte sie löschen. Oder Schadensbegrenzungsteam benutzen. So, da müssen wir gar nicht so weit in die Flak rein. Ihr könnt halt jetzt mit den Geschützen eigentlich auch hervorragend auf die Wujing arbeiten können. So, Torpedotreffer auf der Monty. Aber die drückt jetzt eben drunter und wird uns dann hart punishen. Eben wäre die Wujing kurz offen gewesen. Da hatte sie 2000 Punkte, das wäre halt richtig gut. So, wir hauen da jetzt den Torps entgegen. Drehen hier aus der ganzen Chose erstmal wieder raus. In der Hoffnung, dass ich das noch rechtzeitig schaffe, bevor ich gleich erkennbar bin. Muss das jetzt so machen, die Wujing, die möchte auch. Oh, habe ich Schwein gehabt. Ach, da ist noch. Direkt einen Brand gelegt. Das könnte reichen, um sie rauszunehmen. Das ist gut. Ist noch nicht, ist doch noch nicht hundertprozentig verloren, wenn wir jetzt hier keine Kacke machen. Oh, wir haben gerade Kacke gemacht. Und direkt ein Brand, das ist nicht schlecht. Ja, es ist halt, man merkt es einfach, wir sind halt Low-Tier. Dementsprechend haben wir ein echtes Thema, das Ding hier zu, das hier zu überleben oder das hier zu gewinnen. Aber das können wir jetzt versuchen. Wir können unsere Geschwindigkeit ausarbeiten und versuchen zu A zu fahren. Wir haben eine niedrige Erkennbarkeit, die Schiffe orientieren sich eher weg von uns. Wir werden versuchen, den A-Cap zu holen. Dann haben wir eine Chance, das Ding wirklich, ja, gewinnen zu können. Vielleicht prescht jetzt die Hannover davor oder so. Dann haben wir vielleicht... wir fahren hier ganz knapp an den Inseln außen lang. Anders geht's jetzt nicht. Weil die... ich erwarte eigentlich, dass die Monty in Richtung B fährt, um den Cap da zu holen. Ich werde jetzt... Die Republik ist schon low. Und in der parallel können wir bei der Hannover einfach nochmal ein paar Torps landen. Hoffe ich.
So, da preschen wir einfach weiter. Torpedotreffer. Wir fahren einfach weiter Fullspeed, Leute. Ich würde ja... Ich will mich eigentlich erst in Sicherheit bringen, auf die andere Seite von A. Und sonst habe ich nachher das Problem, ich muss im Nebel stehen, die Gegner schließen auf. Und... bin dann nachher quasi versehentlich offen, wenn man das so ausdrücken möchte. So habe ich eine Chance, hier nochmal rauszukommen. Ja, das ist hervorragend. Wir führen nach Punkten. Und jetzt haben wir 3 Caps. Und die Hannover kommt da durch. Das ist nicht so schön. Direkt wieder in Brand gelegt. Oh, wir könnten das Ding gewinnen. Die Republikgranaten kommen angeflogen. Und... was für ein Gefecht. Meine Fresse, haben wir dann am Ende dann doch wirklich noch die richtige Entscheidung getroffen. Aber ihr merkt, was das für ein, aus meiner Sicht, für einen Krampf ist, immer wieder in die richtigen Situationen reinzukommen. Selbst wenn wir jetzt hier Gefechtsreichweite geskillt hätten, wären wir bei 18 Kilometer gewesen. Hätten aber jedes Mal 2 Sekunden länger nachladen müssen. Aus meiner Sicht ist dieser Fokus auf die Torpedos schon immer noch die bessere Variante, wenn auch situativer. Wenn wir dann in diese Situation reinkommen, dass wir mit diesen schiffsgestützten Torpedos vernünftige Treffer landen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Spieler seid, die besonders Torpedofokus gerne spielen, dann werdet ihr mit der Shikuma 2 bestimmt Spaß haben, also bestimmt mehr Spaß haben. Hier ist es jetzt eine wirklich harte Arbeit gewesen, auf T11 130.000 Damage rauszuholen. Wir haben einiges an Torpedoschaden mit den flugzeuggestützten Torpedos gemacht und alleine deswegen lohnt sich der Fokus auf die Torpedo-Variante mehr, weil wir jedes Mal 1000 mehr Alpha-Damage machen, ne? Und eben die Flugzeuge eben entsprechend nach unten bekommen. Wir haben 2-mal erobert, wir haben 9 Torpedotreffer gehabt, 2500 Base XP hier als 9er im 11er rausgeholt und ja, 1 Million potenziellen Schaden. Und was man auch gut in dem Gefecht sehen konnte, war einfach, wie schnell wir hier richtig krass Damage kassieren, obwohl wir potenziell sogar ein Tück weit Abprallwinkel hätten haben können von der Panzerungsdicke. Ich habe einfach beschissen gestanden, deswegen war es so. Und eigentlich sah es so aus, als ob wir das Ding durchaus verlieren. Ne? Wir haben mit den Flugzeugtorpedos 53.000 Schaden gemacht, mit der Hauptbatterie 30.000 Schaden. Und ich sage jetzt einfach mal, na klar, hätte man vielleicht in den ein oder anderen Momenten mehr mit den Geschützen machen können, wenn man eben zum Beispiel auf Reichweite geskillt hätte. Aber dann hätte man gleichzeitig wieder Torpedoschaden verloren. Und das ist halt diese Schwierigkeit bei diesem Hybridkreuzer noch mehr ausgeprägt als bei der Tone, wo man mehr mit den Hauptgeschützen machen kann, weil auf T8 einfach die Ladezeiten der Hauptgeschütze nochmal andere sind, langsamer sind, während sie auf T9 schon deutlich schneller sind. Und darum ist dieser Unterschied zwischen Tone und Shikuma durchaus stark wahrnehmbar. Ja, ich würde sagen, da ist uns dann aber zum Schluss auf jeden Fall noch ein ganz gutes Gefecht gelungen, um euch hier mal so zu zeigen, wie anstrengend, aber auch wie geil das Gefecht als Hybridkreuzer sein kann. Okay, Leute, das war jetzt ein 20-Minuten-Gefecht und ich möchte das Video nachher auch nicht zu lang werden lassen. Wir sind jetzt eh schon wieder relativ lang, deswegen kommen wir jetzt direkt zum Pro und Contra hier bei der Shikuma 2.
Dieses Schiff hat aus meiner Sicht eine ganz klare Stärke, und zwar, das sind die Torpedos. Egal ob Luft- oder Schiffsgestützt, ist das einfach mega gut. Wir haben eine gute HE-Granate, das, was die Japaner üblicherweise ausmacht, gute Brandwahrscheinlichkeit, guten Alpha-Damage. Wir haben eine hohe Geschwindigkeit als schwerer Kreuzer, eine gute Verborgenheit und das Nebelverbrauchsmaterial. Und wenn man das so möchte, sogar noch ein bisschen bessere Reparatur. Das würde ich jetzt nicht so wirklich als richtig starkes Pro bezeichnen, weil sie halt auch sehr leicht frisst, also das Schiff. Und das ist mein Positives. Mein Negatives ist natürlich ganz klar die schwache Panzerung, die geringe Anzahl an Trefferpunkten, die lange Nachladezeit bei den Hauptgeschützen und dass wir eben die Geschützposition nur im Bug des Schiffes haben und dementsprechend halt auch die Granatenanzahl. Wir haben nur 8 Geschütze in Summe und dann natürlich noch, das konnte man jetzt in dem Gefecht nicht so gut sehen, eine schwache Flugabwehr. Ja, wenn wir von dem CV gefokust werden, haben wir mit der Shikuma ein echtes Problem. Allgemein kann man sagen, haben wir hier einen schweren Torpedokreuzer, so würde ich das bezeichnen, was die mit extrem starker Torpedobewaffnung meiner Meinung nach die Schwäche der Artillerie kompensieren soll. Das gelingt zum Teil, eben aber auch dadurch, dass wir hier Flugzeuge haben, die wir sehr häufig einsetzen müssen, damit wir eben den Schaden, den die lange Nachladezeit bei den Hauptgeschützen eben nicht macht, eben kompensieren. Das gelingt zum Teil. Auf der anderen Seite müssen wir eben jedes Mal das Schiff verlassen und ja, gucken, wie wir uns positionieren. In der Zeit, wenn man sich safe positioniert, kann man halt auch keinen Schaden mit den Geschützen machen. Das macht es allgemein sehr schwierig und sehr herausfordernd in den Gefechten, weil ihr auf sehr viele Sachen achten müsst. Wenn euch die Tone gefallen hat, dann wird euch die Shikuma 2 sicherlich auch gefallen. Allerdings sehe ich die Tone jetzt auch nicht besonders häufig in den Gefechten. Von daher sage ich ganz klar, dass die Shikuma 2 auf jeden Fall kein Must-Have-Schiff ist, es sei denn, ihr sucht diese Multi-Thread-Herausforderung, dass ihr besonders viele Aufgaben auf einmal machen müsst und eben auch gut abschätzen können müsst, wo ihr euch positioniert, wie die Gegner reinpushen, so wie jetzt vorhin mit der Hannover, dass man das so ein bisschen antizipiert, ey, wie nah kommt der und wie schnell kann er dran sein, wie viel Schaden kann ich in der Zeit noch machen, so eine ganzen Geschichten. Also, die Torpedoerfolge können extrem geil sein durch den hohen Schaden, allerdings ist es allgemein eher ein sehr situatives Schiff. Und dadurch, dass Wargaming sagt, wir wollen es in einem Gambling anbieten, eben in dem Wünsche-Kai mit den goldenen Marken, würde ich ganz klar sagen, kein Must-Have-Schiff. Und für Sammler ist es natürlich sowieso klar, dass die wahrscheinlich zugreifen werden und da versuchen werden, dieses Schiff zu bekommen. Aber aus dem Container, kennen wir ja bei Wargaming zu Weihnachten oder so, ist es dann sicherlich wieder mit dabei. Und dann ist es definitiv kein schlechtes Schiff. Es ist aber auch kein besonders gutes Schiff, um es mal so auszudrücken. Und damit möchte ich meine Schiffseinweisung abschließen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video wieder helfen konnte und ihr einiges an Infos und Gameplay hier mitgenommen habt, um eure Entscheidung besser treffen zu können, ob ihr beim Wünsche-Kai mitmacht oder nicht. Und wenn ihr die Shikuma 2 gezogen habt aus diesem Wünsche-Kai, dann auf jeden Fall Glückwunsch, ist definitiv ein schlechter Dampfer, aber eben wirklich eine Herausforderung, das kann man schon sagen. Ihr habt aber eine ganze Menge Optionen und Tools, die euch helfen können, im Gefecht auch ein bisschen Impact zu haben. In dem Sinne, wenn es Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kanal kostenlos abonnieren, gerne weiterempfehlen und schaut auch gerne in unsere Livestreams vorbei, nämlich am Dienstag, am Mittwoch und am Samstag ab 20 Uhr bei Twitch oder auch hier bei YouTube werden die Livestreams auch übertragen. In dem Sinne, habt eine coole Zeit, bis zum nächsten Mal, euer Seekreuz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.